In diesem Video werde ich mal eine Übungsaufgabe zur Ableitungsfunktion vorrechnen. Und zwar ist das die Aufgabe 3 vom ersten Übungsblatt zur Ableitungsfunktion. Das erste bei jeder Aufgabe ist eigentlich, dass man sich erstmal herausdestilliert, was eigentlich die Aufgabe ist, also was die gegebenen Sachen sind und was man erreichen soll in der Aufgabe. In der Aufgabe hier ist von irgendeinem Punkt die Rede, es ist von einem Berührpunkt die Rede, von einer Tangente, von einer Steigung und das alles für eine bestimmte Funktion. Das heißt, es ist erstmal ein ziemliches Chaos an unterschiedlichen Begriffen, die man am besten erstmal ein bisschen ordnet. Also man sieht hier, es ist eine Funktion gegeben, das heißt, man hat irgendeine Funktion. Und es ist ein Punkt gegeben, ein Punkt B, der hat Koordinaten, sagen wir mal, der wäre hier. Und dieser Punkt B ist der Berührpunkt der Tangente T mit der Funktion. Also hier gibt es eine Tangente, die berührt im Punkt B unsere Funktion. Und die Tangente hat die Steigung minus 5. Da hätte man jetzt eigentlich schon mal alles aus, was da gegeben ist. Und jetzt geht es in der ersten Teilaufgabe darum, die Koordinaten des Berührpunktes B zu berechnen. Das heißt, der Punkt B hat eine x-Koordinate und eine y-Koordinate, die sind beide unbekannt und die wollen wir wissen. Und wir sollen eine Gleichung für die Tangente in B angeben. Eine Gleichung für die Tangente anzugeben heißt, die Tangente ist eine Gerade und eine Gerade hat die allgemeine Gleichung oder die allgemeine Funktionsform, dass x abgebildet wird auf eine Steigung mal die Variable plus irgendeine Konstante. Das ist die allgemeine Form einer Geraden, also eine Steigung und irgendwas dazu addiert oder subtrahiert. Jetzt kann man dran gehen, sich das erstmal ein bisschen zu konkretisieren bzw. anzupassen. Wir sehen hier, die Tangente sollte die Steigung minus 5 haben. Wir haben hier eine Tangente eingezeichnet, die ist positiv, hat eine positive Steigung. Und die Funktion ist, x wird abgebildet auf x². Das entspricht nicht der hier eingezeichneten Funktion. Da müsste eine Parabel rauskommen, also alles, was einfach nur y ist x², heißt, müsste irgendwie so ausschauen. Das heißt, wir können das mal modifizieren hier. Das wird erstmal alles weg. Das heißt, unsere Funktion müsste irgendwie so aussehen. Ein bisschen schief, machen wir nochmal. Und es geht um eine Tangente mit der Steigung minus 5. Und negative Steigungen heißt von links nach rechts abfallende Tangenten. Das heißt irgendwie sowas. Und die hat jetzt einen Berührpunkt B. Dessen Koordinaten soll man berechnen. Wir wissen, die Tangente T soll die Steigung minus 5 haben. Mit dieser Information können wir jetzt arbeiten. Da wir wissen, dass die Tangente die Steigung minus 5 haben soll, wissen wir auch, dass wir im Endeffekt nach dem x-Wert suchen, bei der die Tangente die Steigung minus 5 hat, oder anders ausgedrückt, bei der die Ableitungsfunktion den Wert minus 5 annimmt. Zu dieser Funktion f können wir jetzt die Ableitungsfunktion ermitteln und können schauen, wo ist die minus 5. Für welchen x-Wert wird die Ableitungsfunktion minus 5? Und dann haben wir den x-Wert, bei der die ursprüngliche Funktion f eine Tangente mit der Steigung minus 5 hat. Das heißt, das Erste, was wir machen werden, ist zu unserer Funktion x wird abgebildet auf x², die Ableitungsfunktion f' zu bestimmen. Die ist in dem Fall sehr einfach. Die 2 als Faktor runtergezogen, vor die Variable geschrieben, die Hochzahl um 1 erniedrigt, das heißt hier oben steht 1, kann man weglassen, das heißt die Ableitungsfunktion ist 2x. Und jetzt interessiert uns, wo, an welchem x-Wert, zu welchem x-Wert wird die Ableitungsfunktion gleich minus 5. Das heißt, wir setzen die Ableitungsfunktion gleich minus 5 und dann kann man noch x auflösen,
Und das sind dann minus 5 halbe. Das heißt, jetzt haben wir den ersten Teil unseres Punktes B, den x-Wert. Es fehlt noch der y-Wert unseres Punktes B. Wir wissen, am Punkt x gleich minus 5 halbe hat unsere Funktion die Steigung minus 5. Aber wir wissen noch nicht, welcher y-Wert das ist. Das heißt, wir sehen jetzt schon mal, wir sind irgendwo hier. Da haben wir die Tangente, aber jetzt fehlt uns noch der entsprechende y-Wert zu diesem x-Wert. Den kriegt man sehr einfach, indem man den x-Wert in die ursprüngliche Funktion einsetzt. Das wird uns ja den y-Wert zu diesem x-Wert dann liefern. Das heißt, wir setzen einfach f von minus 5 halbe ist gleich minus 5 halbe zum Quadrat. Und das ist nichts anderes als minus 5 halbe mal minus 5 halbe. Und das ist nichts anderes als 25 Viertel. Das heißt, unser y-Wert wird 25 Viertel sein. Unser Punkt B hat die Koordinaten minus 5 halbe und 25 Viertel. Somit haben wir den ersten Teil der Aufgabe, bestimmen Sie die Koordinaten des Punktes B, schon mal gelöst. Es war dann noch ein zweiter Teil dabei, geben Sie eine allgemeine Form der Gerade an, eine allgemeine Gleichung der Gerade. Und die Gerade soll ja eben sein t, x wird abgebildet auf mx plus b. Und wenn Sie jetzt mal überlegen, was Sie alles haben, dann werden Sie sehen, Sie haben Ihre Steigung, also t, x wird abgebildet auf minus 5x plus b, weil wir ja wissen, die Tangente muss die Steigung minus 5 haben, das war gegeben. Und Sie haben auch einen y-Wert, also ich schreibe es mal anders, t von x ist gleich minus 5x plus b, oder nochmal anders ausgedrückt, y ist gleich minus 5x plus b. Und Sie sehen hier, Sie haben einen x-Wert und einen y-Wert. Das heißt, Sie kennen einen Punkt auf der Geraden. Sie wissen, für diesen x-Wert nimmt meine Gerade diesen Wert an, diesen y-Wert an. Und das wiederum heißt, wir wissen, wenn wir für x minus 5 halbe einsetzen, dann wird der y-Wert 25 Viertel sein. Und jetzt haben Sie eine Gleichung mit nur noch einer Unbekannten, die können Sie nach b auflösen und damit wird sich ergeben, dass b das hier sind 25 halbe und dann 25 Viertel minus 50 Viertel sind minus 25 Viertel, dass sich für b minus 25 Viertel ergibt. Und damit können Sie jetzt auch die allgemeine Form der Tangenten, der Gleichung, der Geraden angeben. Und die wird sein für die Gerade t gilt x wird abgebildet auf minus 5x minus 25 Viertel. Das hier ist unser b, minus 25 Viertel. Das ist die Steigung, die war gegeben. Damit ist die erste Teilaufgabe abgeschlossen. Wir haben sowohl die Koordinaten des Punktes b ermittelt, als auch die allgemeine Gleichung der Geraden t angegeben, der Tangente t. Und jetzt geht es im zweiten Teil der Aufgabe noch darum, welche Fläche hat das Dreieck, das zwischen der Tangente und den Koordinatenachsen eingeschlossen wird. Das heißt, es geht um die Fläche dieses Dreiecks. Und um die Fläche dieses Dreiecks zu berechnen, brauchen wir eigentlich nur diese Strecke, diesen Abschnitt der x-Achse, und wir müssen wissen, wie groß diese Strecke ist. Wenn wir diese beiden Strecken haben, können wir hier erstmal die beiden Strecken miteinander multiplizieren, bekommen die Fläche des Rechtecks und die Fläche von dem Quadrat wird gerade die Hälfte von der Fläche von diesem Rechteck sein. Das heißt, wir brauchen einerseits den Funktionswert für x gleich 0, und wir brauchen den Funktionswert
beziehungsweise den x-Wert, für den die Funktion 0 wird. Und da wir ja die Gleichung unserer Geraden haben, können wir diese zwei Werte auch ganz leicht berechnen. Im einen Fall nehmen wir f von 0 und das ist nichts anderes als minus 5 mal 0 minus 25 Viertel. Und im anderen Fall wollen wir wissen, wann dieses Ding hier 0 wird. Und das ist dann nichts anderes als minus 5 mal x minus 25 Viertel ist gleich 0. Im ersten Fall hier ergibt sich minus 5 mal 0 ist 0, minus 25 ist minus 25 Viertel ist minus 25 Viertel. Und im zweiten Fall muss man nach x umstellen, das heißt plus 25 Viertel und durch minus 5 teilen. Plus 25 Viertel, dann haben wir das hier. Und durch minus 5 teilen. Und für x wird dann rauskommen minus 5 Viertel. Und damit können wir dann die Fläche unseres Rechtecks bestimmen. Die Fläche unseres Rechtecks wird sein minus 25 Viertel mal minus 5 Viertel. Und das sind 100 Sechzehntel und das sind 6 Einviertel. Und die Fläche unseres Dreiecks wird jetzt gerade die Hälfte davon sein, also 1/2 mal 6 Einviertel. Und das sind 3 Einachtel. Oder ist Dezimalzahl 3,125. Und damit ist die Aufgabe beendet.